Ja, naja, was anderes habe ich mir gedacht, das bringt ja nichts. Na Also. klar. Ich weiß nicht, ob der dazugehört hat, aber da stand ja noch einer an der Ausfahrt drin. Nee, der. Stand da auch so komisch rum oder hatte der auch einen Unfall wegen Das war dem? wahrscheinlich ein Opfer von Der dem. stand da vorher schon. Und wahrscheinlich, nee, gehe ich auch mal davon aus. Vielleicht waren da noch mehr unterwegs, die schon vor uns waren. Vielleicht auch so ein ganzer Konvoi. Ja, die waren ja ein ganzer Konvoi, ne? Also, die haben sich bestimmt ordentlich einen abgelacht. Aber wenn man Spielspaß nur dadurch erzeugt, dass man anderen den Spielspaß nimmt. So Leute gibt's. Ja, klar. Ja. Das sind halt Troller. Jetzt stellt euch mal vor, was hier abgehen Aber. würde, würden wir jetzt sagen, wir nehmen noch ein paar von unseren Zuschauern mit dazu und bilden einen richtigen Konvoi. Was ja sowieso schwierig wird, weil du ja eh nie die gleichen Frachtziele kriegst. Aber jetzt mal angenommen, das ist so, du fährst da zu 10, bist wirklich vernünftige Fahrer Ja. und gerätst dann an so einen Trupp von 2, 3 Assis, ne? Richtig, wenn wir jetzt einen Dann Community-Stream kannst du machen den würden. vergessen. Ja. Ja. Den Konvoi. Überleg mal. Wir hatten ja sowas vielleicht in der Richtung ja mal geplant, ne? Wenn wir Das jetzt. Fahrradwege hier mal als Wenn. kleiner Ja. Einlenkung? Keine Ja. Ahnung was. Wenn wir Ja, wir jetzt. sind in Warte Holland, mal. mal, da ist. Ja, das sehe ich das erste Mal hier in ETS. Stimmt, hast eigentlich recht. Wenn wir was? Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwann sagen, ja, hier, wir machen einen Livestream, wir machen TS, da könnt ihr drauf kommen, wir machen Konvoi. 10 Leute, so und so. Und wir fahren dann da alle und irgendwann kommen dann solche vorbei. So, dann zum einen reißt es dann die Gruppe auseinander. Weil wenn Oh, jetzt zum oh, Beispiel da das bin Problem Baustelle. besteht. Ah! Da! Ich hab einen Schaden. Entschuldigung. Da konnte ich jetzt aber nicht drüber fahren. Ich habe schon Vollbremsung gemacht. Ich sehe aber die Ampel auch nicht mehr. Fahr jetzt bloß nicht so weit zurück. Naja. Hier ist aber auch. Stand da ein Schild? Baustellenschild? Ja, 3%, 2%. Ach, da stand Ja, ein Baustellenschild. aber sehr knapp. Ja, finde ich auch. Dafür, dass man hier sonst Boah. 80 Julian, fahren kann. guck dir das doch mal bitte komplett von außen jetzt an, während wir stehen, mit der Zweier-Taste. Oh, das sieht so geil aus. Das wirkt echt fast real, ne? Endlich mal nicht mehr so widerlich. Ja, und vor allen Dingen da noch im Arkthaus drin, du hast halt wirklich dieses Feeling, als würdest du im Benz sitzen. Ja, also ich finde, das Ding Szene. ist so. Endlich mal, ne? Endlich mal. Ich finde, der einzige Truck, wo man nie das Gefühl hatte, in einem richtigen Truck zu sitzen, war der Mercedes. Weil immer dieser komische Stern da drauf war. Wir haben das nächste Problem. Was denn? Warte, du musst tanken. Ich brauche eine Tankstelle. Oh, ich Gut, hab's gewusst. dass Ich wir noch hab's nachgetankt haben. Alter Schwede, ey, wie lange ist denn die rot? Das ist eine Baustellenampel, Carsten. Du bist Ja und? Julian, Autofahrer, du weißt musst du noch das Omsi wissen. sie Let's Blendelein? Genau. So, wir fahren eine 13-Minuten-Linie. Dum, 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 dum. 5 Wie Minuten stand an der da an Ampel. dieser blöden Kackampel über 3 Minuten? Die nicht grün geworden ist. Bin dann irgendwann bei Rot gefahren. Haben wir gestern erst gedreht. Carsten kennst du noch nicht. Aber Kommt das am ist. Dienstag. Hatte Ja, aber ich ganz noch ehrlich, nie. ich bin jetzt auch echt, hätte ich auch durchziehen können, ne? Boah, Ganz ehrlich, fahr. ey, wenn ich sowas hier sehe. Hallo! Wo ist denn diese Ampel? Ach, da vorne. Ja, vor allem die Baustelle ist ja hier gelang. Ja. Da lohnt sich eine Ampel. Ja, wenn ich da jetzt aber über Rot fahre, ne, kommt garantiert einer von vorne. Ja, zum einen das und zum anderen kriegst du eine Strafe. Und ich habe schon genug bezahlt. Ich will keine Strafe. Solange wie du jetzt wartest, kommt da einer, ja. So, ich guck mal gerade raus zum Andi. Hey, Andi, guck mal aus dem Fenster. Juhu! Hallo! Na? Alles cool? Also, ich würde sagen, wir fahren da jetzt drüber. Das ist mir Ja, vor jetzt zu allen Dingen, die riskant. ist ja jetzt gerade rot gewo grün geworden, Kollege. Vollgas und gib Echt? ihm. Ja. Ja, Bei mir war die nee, rot. bei mir ist sie rot. Nee, bei mir so grün. Jetzt wird so rot. Fahrt, 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 fahrt. Na super, jetzt ist wieder rot. Jetzt muss ich warten. Nee, du wartest Du nicht. wartest nicht, du fährst jetzt da durch. Dann krieg ich eine Strafe. Das Na. bezahlt ihr mir aus, ja. Ja, mache ich. Ah, ja, mach. Gut. Nachher. Wenn wir angekommen sind, kriegst du ein Bier ausgegeben. Kriegst meine PayPal-Adresse, hast ja noch, krieg ich 5 Euro oder so, was es kostet. Ja, 5 Euro. Natürlich, Oh, klar. hier, 300 Euro. 300 Euro, Carsten. Hat er mir gerade angezeigt. Klar, als ob wir dir jetzt über PayPal hier 300 Euro überweisen, weil es Spielgeld ist. Also das ist schon komisch. Jetzt kriege ich keine Strafe, ne? Ach, ich dachte, du hast gerade eine Nee, Strafe nee, nee, bekommen. nee, ich habe nichts gekriegt. Ja, warum sagst du dann 300 Euro? Ja, Ich warum wollte euch sagst du dann veräppeln. 300 Euro? Ich wollte euch veräppeln. Ja, dann, wenn du keine Strafe bekommst, musst du ja keine Strafe bezahlen, müssen wir dir auch nichts überweisen. Ja, hättest du doch sowieso nicht gemacht. Du sowieso nicht. Wenn dann Carsten. Ja, und? Hier, Das geht so ums kleine Prinzip. Männchen wie du haben ja noch kein Geld. Du kleine Vor Männchen, wie du. allen Dingen, wenn sie sich so komische Gemüsecomputer holen.
Boah, Alter. Obst. Obst. Geil. Äpfel sind gesund. Und aus Aluminium. Das wäre nicht gesund für meinen Geldbeutel. Ja. Weiß ja nicht, wie der Carsten das sieht, aber... Mit Sparen geht alles. Ich habe noch keine großartigen Ausgaben. Ich werde noch ernährt hier. Sei froh. Da kann man mal zusammensparen, dann geht das mit dem Sparen auch ein bisschen schneller. Mit dem Sparen? Ja, sparen. Sparen, Schwein? Jetzt fahren wir irgendwie die ganze Zeit Landstraße, ist auch cool. Ja, haben wir also eh so selten irgendwie. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem einen Umweg. Trotzdem. Was haben wir? Ein Umweg. Ja, aber ist ja ein schöner Umweg. Zwar eine schöne Landschaft, aber trotzdem. Idyllisch, da war ein Fahrradfahrer. Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen. Da ist ein Fahrradfahrer. Da sind Fahrradfahrer. Was? Da sind Fahrradfahrer. Wo? Wie geil ist das denn? Da war ein Fahrradfahrer. Auf der linken Seite war bei mir Fahrradfahrer. Bei mir nicht. Geil. Doch, da. Tatsache. Da. Nee. Wo? Och, Manu. Ich hab's ja nicht gesehen. Bei mir auch? Nee. Aber voll geil. Ich muss echt sagen, also das Fahrradfahrer, ist, wie geil! Das ist was ich mir bei ETS noch wünschen würde. Ich finde, es ist fast noch so, dass du bei ETS schon ein bisschen zu viel Autobahn hast. Es müsste eigentlich viel mehr an Landstraßen noch geben. Ach ja, so. Sehe ich auch so. Oder? Ich hab gerade völlig ohne Grund gelacht. Ach, bei dir ja nichts Neues. Nee, ich habe nämlich jetzt gerade gedacht, du wolltest Fahrradfahrer für OMSI und sagst, würde mir das für ETS. Was hast du jetzt mit OMSI? Wir sind hier bei ETS. Ja, aber Fahrradfahrer hätte man ja auch gerne in OMSI und ich habe jetzt gesagt, Fahrradfahrer würdest du dir auch in OMSI wünschen. Wir sind hier aber nicht in OMSI. Ja. Schärfere Kurve. Wer ist denn OMSI? Omnibus Simulator. Wir kennen den OMSI nicht. Kenn ich nicht. Wir sind hier in ETS. Wir sind hier in ETS. Ja, ja. Nee, aber das wäre echt cool, Carsten, oder? Mal ein bisschen mehr über Land so. Ja, auf jeden Fall. Jetzt schreiben die meisten wahrscheinlich wieder unten drunter, ja, müsst ihr mal die TSM-Map euch laden und spielen. Leute, das Ding hat keinen Multiplayer. Ich sag's jetzt gleich schon mal vorweg. Richtig. Ich weiß, dass es das Ding gibt, aber das nützt uns ja nichts. Wenn es die mit Multiplayer gibt, sicherlich, warum nicht? Oh, jetzt fahren wir wieder auf der Autobahn. Aber haben wir halt nicht. Cool, ich habe gerade wegen irgendwas Geld abgebucht bekommen. Achtung, ne, wir fahren jetzt hier rechts auf die Autobahn. Direkt rechts, an die nicht hinten durch. Wir bremsen, also ich bremse. Bremse. Hier, Bremslichter. Boah, Alter, die Ausfahrten, ne? Sag mal, fahren kannst du heute aber auch nicht, Felbert, oder? Ich versuche nur, nicht irgendwelche Schilder mitzunehmen. Ja, das ist eh zu spät. Vorhin lag schon eins, wo du durch bist. Das war ich nicht. Das lag da aber rum, das musst du gewesen sein. Nein, das war ich nicht, das war ein anderer. Ja, ja. Die Standardausgabe. Nee, das war echt nicht, das war ein anderer. Das war sein böser Zwilling. Komischerweise ist hier jetzt gar nichts los, ne? Nee, aber jetzt, ich glaube. Bist du auch wieder. Ah, da kommt einer. Es wird die gleiche Autobahn sein, oder? Die kommen uns jetzt bestimmt entgegen. Das wird doch die gleiche Autobahn sein, jetzt, wo wir. Weiß ich nicht. Sein, das oder? Kann ich dir nicht sagen, so. Oder ich weiß es gerade nicht. Ich hab's gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ja, aber bei dem Umweg, den wir gefahren sind, sind die weg. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Eigentlich sein. Aber das Problem bei solchen Spastis nie. Das Problem ist ja, es gibt nämlich auf der Seite gibt's eine Live-Karte. Übrigens ETS wieder, ETS. Hm? Tempomat auf 100. Wo die User sehen können, welcher User wo ist. So. Was gibt's da, eine Live-Karte? Eine Live-Karte, ja. Dann siehst du die komplette ETS-Map und siehst, wo jeder User sich in dem Moment befindet. Und jetzt wirklich könnte ich sagen, jetzt gucken, ist jetzt der Carsten gerade in ETS und ist da gerade unterwegs, oder was? Genau. Also wenn du, wenn der Carsten im Multiplayer ist, dann kannst du sehen, der ist jetzt gerade in der Nähe von Duisburg. Windmühle. Oder so. Aha. Bin ich aber gar noch nicht. Bin gar nicht in Duisburg. Ja, rein hypothetisch jetzt als Beispiel. So, und ich bin nicht in Duisburg. Oh, hier Wasser spiegelt, guck mal. Oh ja. Das müsstest du jetzt. Och nee, Leute! Was Dankeschön. Denn? Dankeschön. Mir ist denn? Voll einer rein. Mir ist voll einer rein, hat mich gegen die Leitplanke geflogen. Von hinten beschossen. Oder von vorne? Warte mal, das war einer mit dem orangen. Von hinten oder von vorne? Warte mal, ich muss hier gerade mal irgendwie. Von hinten, voll in mich rein. Oh nein. Ja, das, was ich nämlich gerade sagen wollte, fahren, wenn die sich jetzt unsere Namen gemerkt haben und einen uns jetzt hier dauertrollen wollen, dann haben wir ein Problem. Der Kerl liegt auf der Seite. Ja, verdient. Verdient. Mein Motor ist aus, na super. Jetzt geht das schon wieder los.
Die kommen wieder. Echt? Sind das die? Ich weiß nicht, da ist gerade einer an mir vorbei mit demselben Auflieger. Carsten, du hast ja einen von den Namen gemerkt. Der Typ mit dem Silo hatte einen grünen Volvo, einen mintgrünen Volvo. Ich glaube, der hatte irgendein Repaint drauf, was ich, wofür wir keine Dings haben. Ja, ich hab die aber. Ach, guck mal, da ist. Nee, das war er aber nicht. Och, der kam aber gerade gefährlich Infinity. Nach. Infinity. Weiß nicht, vielleicht bin ich auch, wo ich aufs Wasser geguckt habe, hab gesagt, da guck mal, Wasser vielleicht ein bisschen zu weit auf die Mitte, kann auch sein, aber der ist mir voll rein. Ich meine, wenn einer vor mir fährt und ein bisschen schleiert, da schlingert, da tue ich ja generell schon mal ein bisschen abbremsen. Ja. Vernünftig, vernünftig. Oh, hier klingt mein LKW schon wieder cool. Kannst du den jetzt fahren? Ja, jetzt, ja, eben fuhr ich noch. Jetzt fahre ich schon wieder nicht mehr. Da bist du doch, oder? Ja. Ja, ich rolle. Komm schon. Jetzt fährt er wieder. So, wir müssen da rechts runter, Andi. Von hinten kommt einer. Der fährt vernünftig. Zieh ich mal rüber und lass den Kauz vorbei. Wir müssen runter? Ja, rechts runter. Ja, dann passt sowieso. Da kommt noch einer, Julian. Mhm. I see. Lässt mich aber in Ruhe. Also mein Iveco wäre eben auch wahrscheinlich umgekippt. Mich hat's voll in die Bande geschleudert neben. Ich dachte schon, ich flieg um, aber er hat sich wieder hingestellt. Das ist doch gut. Ich sag ja, der Iveco hätte es wahrscheinlich nicht gepackt. Der hätte wahrscheinlich einen Geist aufgegeben. Hm? Der war wahrscheinlich neben irgendwo im Wasser gelandet, wobei ich mich frage, ob das geht. Oh, scheiße. Was denn? Ich hab mir gerade. Ne? Ja, ich hab gerade geschrappt, also ich hab gerade wieder Schaden bekommen. Ich habe mir ein Schaden bisschen. Schaden hast du ja generell. Ja, ich meine LKW-Schaden. Wenn der Busfanat das Video sieht, ne? Der kriegt oder die Krise. Videos, der kriegt die Krise, ja. ich übernehme keine Haftung für Körperschäden, die er sich zufällig dann zufügt, wenn er diese Videos sieht. Wenn er mit dem Kopf auf die Tischplatte immer schlägt, oder was meinst du? Genau. Ich übernehme keinerlei Haftung für diese Schäden. Sämtliche Schäden. Ist schon traumhaft, finde ich. Aber irgendwie passt dieses, das alles irgendwie zusammen, ne? Also, cool. Erst kriege ich das nicht auf die Kette richtig zu fahren, dann diese Spinner. Und dann der Umweg. Ich möchte wissen, ob wir immer noch bei Bremen rumkrepeln. Wir fahren gerade über eine Brücke jetzt. Weil ich wette, wir sind schon wieder eine halbe Stunde in der Aufnahme. Mindestens. Ja, aber da haben wir halt schön ordentlich hier. Ja, aber irgendwann geht mein Festplattenplatz zur Neige. Was hast denn du für eine kleine Festplatte, ey? Nee, aber ich habe da noch. PC hat mehr gekostet als die Festplatte. Ich habe noch sehr viele alte ETS-Aufnahmen da drauf, die ich noch nicht gerendert habe. Und die kann ich noch nicht löschen und das sind insgesamt 600 GB. Ja, dann also hinkst du hinterher mit deinen Arbeiten? Mit dem Rendern hinke ich hinterher, mit den aktuellen Parts nicht. Ich mache jetzt morgen mal Dauerrender, da rendere ich jetzt mal alles, was ich habe. Und Ich fahr mal hier auf den Parkplatz, Kollegen. Lösch alles so dann, weg, was ich nicht brauche, was ich da nicht mehr brauche. Nee, ich fahr wieder raus, weil wenn ich jetzt stehen bleibe, ist mein Motor wieder aus. Ich fahr wieder aus dem Parkplatz raus. Ja, fahr doch wieder raus. Oh nein! Nein, bitte nicht. Doch. Auf die Seite? Ja. Oh nein! Heute läuft. Heute läuft es nicht, wa? Ja, doch, heute läuft alles super. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ich war wenigstens nicht der Einzige. Wie ist denn das jetzt, wenn ich speichere? Steht der dann wieder? Nein, dann liegst du auf der Seite. Speichern ist jetzt das Dümmste, was da, du machen kannst. Da liegt er. Wo ist ich denn überhaupt? Neben mal rechts dran. Da ist er. Na, Andi, machst du ein Nickerchen? Warte mal, was hattest du gemeint, die Null? Die Null auf dem Lampad. Das jetzt mal vielleicht. Da hast du dir, meine ich, letztens den Shortcut draufgelegt. Das geht! Ich halt an, ne? Das geht! Julian! Das geht, das geht, das geht. Ist nur die Frage, wo ich rauskomme. Das kann ich dir sagen. Das wird wahrscheinlich. Ja, super, das kostet Duisburg. Mich auch nochmal 1000. Wow, wir sind jetzt echt schon nach Duisburg gefahren. Das kostet mich tatsächlich auch nochmal 1000. Ich krieg die Krise. Ich bin mal gespannt, was die Reparatur kostet. Ach du Scheiße. Nach Duisburg ist er?
Duisburg sind wir jetzt in der Richtung schon. Also Duisburg müsste der rauskommen. Ja, dann müssen wir hier abfahren, ne? Ja. Boah, Alter. Das wäre die teuerste Fracht meines Lebens. Ne? Entweder fahren wir jetzt ab oder wir beschleunigen das, indem wir uns auch nach Duisburg zurücksetzen. Das wird die teuerste Fracht meines ganzen Lebens. Ich glaube auch.